Vorschau auf den 10. Spieltag der ersten Fußball-Bundesliga. Jetzt habe ich, Design und so weiter, das hatte ich ja schon für die zweite Liga, aber wer hat es schon gesehen. Ich versuche natürlich hier etwas zu verbessern in jeder Hinsicht und mal schauen, ob das bei euch dann ankommt und mehr zu schätzen gewusst wird. Kürzung der Videos. Prinzipiell, also das Interesse ist ja sicherlich vor allen Dingen an den Wetttipps und trotzdem möchte ich halt gerne auch immer ein bisschen über Fußball plaudern, beziehungsweise halt einfach auch selbst bei Spielen, wo man jetzt nichts findet oder so, halt die gerne durchgehen oder ein bisschen besprechen oder so, weil ich finde, da gibt es auch mal was Interessantes und für viele Leute, die halt auch möglicherweise eben live oder sowas machen wollen, da kann man dann eben möglicherweise halt eine gewisse Tendenz trotzdem rausarbeiten. Also das ist schon, denke ich mal, auch wichtig, also auch für den professionellen Spieler oder der es gerne sein möchte, werden möchte oder wie auch immer, aber dass man sich durchaus auch mit dem beschäftigt. Also so prinzipiell einen Ansatz, Gedanken über das Spiel halt hat und möglicherweise halt welche Neigung dabei rauskommt. Also es gibt bei jedem definitiv da ein paar Dinge zu entdecken und die halt interessant sind. Wenn ich hier immer diese Wahrscheinlichkeiten einblende, das ist halt der prinzipielle Ansatz, dass ich halt über die Wahrscheinlichkeiten gehe und ich berechne die halt noch wesentlich genauer, beziehungsweise also die 1 ist nicht nur ein Heimsieg, sondern der unterteilt sich halt auch in Wahrscheinlichkeiten in 1-0, 2-0 oder 2-1 halt, also alle möglichen Siege, die ich dann halt auch konkret in der Wahrscheinlichkeit berechne und auch natürlich Halbzeitendstand oder diese ganzen Wetten. Falls es interessant ist, das kann man also alles daraus ableiten. Und das macht der Computer auch. Und da ist natürlich auch relevant, beispielsweise jetzt die Toranzahl in der ersten Hälfte oder solche Dinge muss man halt irgendwo mit berücksichtigen. Also, ich rechne das alles aus. Hier bleiben halt die Wahrscheinlichkeiten und die fairen Quoten. Dann kann man ja am Markt halt gucken, was der Markt da zahlt. Dann sieht man ja schon, in welche Richtung das hier geht oder wo er vielleicht, wo man näher dran ist oder so, was man halt gerne spielen würde oder könnte oder wie auch immer, ne? Und insofern kann man also hier auch immer gerne einen Blick drauf werfen. Ich hoffe halt natürlich, dass es eben leserlich ist. So, und wenn man jetzt eben hier drauf guckt, das alte System berechnet halt die Torerwartungen, sagen wir mal, im Wesentlichen anhand der Ergebnisse. Ich habe halt eine Grundeinschätzung. Die Grundeinschätzung wird zu Saisonbeginn halt einfach fixiert. Da müssen etliche Parameter halt ein bisschen zurückgesetzt werden, angepasst. Also man kann das nicht übernehmen, zumal es ja eben Aufsteiger und in anderen Ligen halt auch Absteiger gibt, die dann neu reinkommen in Ligen und wo man also dann sowieso eine Grundeinschätzung machen muss, die man ja nicht einfach von der vorherigen Liga übernehmen kann. Das betrifft also auch über und unter. Also wenn dann Mannschaft wie Köln oder wie auch immer, die da irgendwann aufsteigen oder sowas, dann kann man nicht sagen, in der zweiten Liga war das sehr torreich, das wird auch so bleiben in der ersten Liga, weil das halt einfach Unsinn wäre. So und so weiter. Und anhand dieser Grundeinschätzungen, die aber meistens marktgerecht sind, die kleinen Abweichungen, die ich habe, habe ich natürlich aus Überzeugung, aber die werde ich auch rechtfertigen, aber die müssen natürlich im Laufe der Saison bestätigt werden. Und also beziehungsweise können sie auch widerlegt werden, aber natürlich ist dann trotzdem das Paramount, also hauptsächlich oder einflussnehmend, ist halt die Ergebnisse dann eben, ja, wie sie spielen. Und jetzt, wenn ich hier sehe, beim alten System sind die Torerwartungen halt günstiger für Hoffenheim als im neuen System. Und wenn ich das sehe, dann weiß ich natürlich keine Differenz, kann man was draus machen oder nicht. Oder was hat sie zu bedeuten? Und sie hat natürlich was zu bedeuten, nämlich das neue System findet Paderborn besser als seine Ergebnisse. Was eben auch, also in diesem Chart hier sieht man das nicht in der Leistungsentwicklung, weil ich halt hier jetzt erstmal nur die Leistungen aufgezeichnet habe. Ja? Aber wie man sieht, hat sogar nach diesem Chart, nach dieser Chart hier,
Paderborn die besseren Leistungen geboten. Was mich jetzt etwas verwundert, und ich habe hier das automatisiert übernommen, das hat nämlich auch die zur Folge, dass es hier von der zweiten Liga, weil die schon 11 Spieltage gespielt hat und die erste nur 9, dass wir also nur bis hier gucken müssten. Der hat das also automatisch, jetzt weil ich einfach die Files, also die genau die gleichen Daten genommen habe, nein, nicht die gleichen Daten, sondern die gleiche, Formatvorlage. Aber ich kann mich natürlich hier immer vergewissern und kann ich halt für euch natürlich auch machen, was sozusagen hier auch immer interessant ist, diese Tabelle halt einzublenden. Auch wenn sie jetzt in dem Format nicht gezoomt ist, was ich also jetzt schlecht vorbereitet hätte. So, aber jetzt kann ich mich halt hier davon überzeugen, ob tatsächlich die Leistungen von Paderborn besser waren als die von Hoffenheim. Und tatsächlich sagt er das. Also ich habe jetzt, so genau habe ich jetzt alles immer nicht im Kopf oder wie soll ich sagen. Natürlich gucke ich hier auch rauf und dann, aber jetzt kann ich auch mal vergessen. Beziehungsweise also ich kann mich natürlich auch auf meine Charts verlassen. Nur hatte ich jetzt eben kurz mal Zweifel. Also tatsächlich hat sogar Paderborn besser gespielt, was sich natürlich in der Tabelle halt überhaupt nicht zeigt, da sie nur einen Punkt haben. Das erklärt aber, warum das neue System halt, das alte System sozusagen hier einen klaren Vorteil findet. Aber er kommt auch nur auf 0,9 Tore und die Market Line ist hier 1,25 Tore. Natürlich weiß ich auch, dass Hoffenheim die letzten 3 Spiele gewonnen hat und so weiter. Und das eben jetzt natürlich, also da wird man natürlich gestärkt von, das ist kein Zweifel. Aber andererseits muss man natürlich sagen, dass die Sieger halt auch zum Teil glücklich waren. Oder das ist halt auch manchmal passiert, dass man eben nicht die bessere Mannschaft ist und trotzdem Spiele gewinnt. Natürlich können wir hier die auch im Einzelnen rekonstruieren, was jetzt für euch wahrscheinlich ein bisschen klein ist zu lesen. Aber gegen Schalke weiß ja jeder, wie Schalke sie an die Wand gespielt hat in der ersten Halbzeit. Und in München war ja sowieso ein glücklicher Sieg, aber da will man natürlich auch nichts Schlechtes dran finden. Und bei Hertha war es halt auch, dann Hertha hat er auf 2-2 gestellt und so weiter und dann doch noch verloren. Also, das ist also, Siege sind halt natürlich sehr wertvoll und so weiter. Plus der Markt hat daraus offensichtlich viel zu viel schon gemacht. Also, ich meine, dass er Paderborn jetzt gering schätzt, kann man ja nachvollziehen, denn wer mit einem Punkt da unten steht, oder jetzt haben sie 4, ne? Sie haben ja gewonnen. Sie haben ja gegen Düsseldorf gewonnen, das ist ja nun mal ein Boost. Wobei die Leistung nun gerade nicht gut war, bloß erinnert mich das enorm an Wien, weil Wien hat ganz genauso gegen Osnabrück das Spiel damals 2-0 gewonnen, also sozusagen gegen Aufsteiger oder gegen eine Mannschaft von unten, was Düsseldorf dann auch irgendwo, so wie Düsseldorf eingeschätzt wird, halt möglicherweise auf Augenhöhe oder auch ein Abstiegskandidat halt. Danach hat Wien das Spiel gegen Osnabrück halt auf eine Art gewonnen, wie man eben sagt, okay, wir wollen jetzt Punkte machen, dreckige Siege, sagen wir mal so, aber sie haben eben vor allen Dingen die Defensive gestärkt und dann halt vorne hilft der liebe Gott oder so und dann eben auch 2 Tore gemacht. Und so hat es Paderborn halt auch gemacht, wobei die Abwehrleistung jetzt gar nicht so gut war, da hatten halt auch eher Glück, zumindest statistisch gesehen. Gut, wie dem auch sei, auf jeden Fall erinnert das natürlich enorm jetzt an dieses, und Wien hat ja im Anschluss an den Osnabrück-Sieg, also Sieg gegen Osnabrück, haben sie ja in Stuttgart gewonnen, was natürlich auch super glücklich war. Aber es würde ja fast hier genau alles zusammenpassen. Aber da, also abergläubisch wäre ich da sowieso nicht. Nur ist das halt so eine kleine Geschichte, dass eben Wien sozusagen auch zu der Zeit, also das ist ja jetzt 4 Spiele her, dann war es halt am 8. Spieltag Paderborn, hat es am 9. gewonnen oder so. Also es ist ja sehr parallel das Schicksal. Und Wien hatte auch keine Punkte, einen einzigen, glaube ich, ne, zu dem Zeitpunkt. Jetzt haben sie 9, also sie haben seitdem 8 gemacht, 2 Siege, 2 Unentschieden, also hatten sie einen. So, auf jeden Fall diese Parallele hier bei Paderborn sind halt die Leistungen aber einfach nur einwandfrei. Und von daher können wir da nur zuraten. Mit der Conversion Rate, das habe ich ja alles mal versucht ein bisschen zu erläutern, dass die jetzt ungünstig ausfällt für Hoffenheim, da könnte man eben dann immer justieren, wenn man jetzt sagt, nee, also mit der Conversion Rate, da glaube ich an Pech oder wenn man das mal Chancen nicht nutzt oder so, Spielsituationen halt nicht in Tore ummünzt, was ja als Beispiel mal, wenn jetzt Ecken halt, wenn man jetzt 40, 50 Ecken hatte und daraus nie ein Tor gemacht hat oder so, dann könnte eben jemand sagen, naja, das war halt Pech, weil irgendwann passiert es eben, oder man sagt eben, na so toll sind sie halt nicht in den Standards. Jedenfalls macht der Computer, reagiert halt darauf und sagt dann eben, dass er da sogar Paderborn vorne sieht. Ne? Da müsste man nun mal ein bisschen mehr ins Detail gehen, ob Paderborn da, aber auswärts haben sie ein paar Tore geschossen. Na ja, klar können wir das immer machen oder so, dass wir jetzt
halt dann konkret, ne? Paderborn hatte auswärts, nee, nur 4 Tore geschossen, aber in 4 Spielen, das ist also noch im Rahmen, ne? Und 9 kassiert und Hoffenheim hat zu Hause nur 5 geschossen in 4. Also sozusagen, da würde diese Conversion Rate, also das wäre jetzt eher schlecht für so eine Mannschaft. Also, wie soll ich sagen, kommt ja dann auch noch auf die Gegner an, da müsste man jetzt durchgucken. Schalke haben sie ja gewonnen gegen Gladbach, naja gut, dann sind sie auch gute Gegner. Gegen Freiburg würde man eher sagen, gegen Werder haben sie ja Tore gemacht. Naja und so weiter. Also jedenfalls ist es halt ein bisschen feinfühlig eben, ja, mit dieser Conversion Rate. Und wie gesagt, man könnte das auch hier ein bisschen anpassen, aber das würde, naja gut, das würde halt hier dann letztendlich diesen Wert auch wieder ein bisschen boosten. Aber selbst wenn er das tut, dann kommen wir niemals auf 1,25 Tore. Also mit Paderborn haben wir einfach eine Wette. So, und jetzt, nachdem ich das also sehr ausführlich erläutert habe, gehen wir halt ein bisschen schneller. Hier mit diesem kleinen Phänomen muss man sich abfinden, dass also hier auch Freiburg besser gewesen sein als Werder. Das ist natürlich auch ein bisschen befremdlich. Also sagen wir so, ich überzeuge mich jetzt lieber dann doch mal 10,98, die sie hätten haben sollen, die 10,12. Also das stimmt sozusagen, dass hier sogar Freiburg die leicht bessere Mannschaft war. Also dann würde ich hier sogar vielleicht ein bisschen korrigieren, beziehungsweise, ich meine, Freiburg hat natürlich mit Abstand zu viel und so weiter. Aber Werder, sie haben halt diese ganzen Spiele hier zum Unentschieden gerettet in Dortmund, Frankfurt und Leverkusen auch und wo, Gladbach, nee, was war noch? Also noch ein Unentschieden zu Hause. Mhm. Auf jeden Fall haben sie mich da natürlich beeindruckt, aber rein nach Leistungsdaten waren sie halt nicht so toll. Also das hat eben... Aber das waren halt, wie gesagt, auch starke Gegner, was eben jetzt in dieser Chart hier nicht angezeigt wird. Nicht? Da müsst ihr auf die andere gehen. Aber jetzt lasse ich das erstmal so. Also der Computer sieht halt dann trotzdem einen so großen Vorteil für, da ist er alt und neu auch halbwegs im Einklang, dass er eben sagt, wir können hier Werder Bremen nehmen. Und natürlich jetzt wäre ich halt vielleicht, also das müsste ich natürlich jetzt vorher schon gewusst haben oder so, ich sehe natürlich auch meine Zahlen und dann denke ich, ja okay, grundsätzlich kann ich mir sowas halt gut vorstellen. Wir können ja nun bei Freiburg immerhin anführen, im Pokal haben sie 1-3 verloren, Werder hat halt das 4-1 gegen Union und Werder hat halt das 4-1 über Heidenheim, also das war dann eher auch ein bisschen Werbung für sie, beide haben gespielt oder so und das sah natürlich auch gut aus, aber gut, war halt auch ein Zweitligist. Aber es wäre halt auch so ein bisschen ein typischer Fall, wo eben jetzt der Favorit, dass der Höhenflieger halt irgendwann mal dann doch halt gebremst wird, weil sie halt auch nur eine normale Bundesligamannschaft sind und eben kein Titelkandidat oder Europa-Anwärter oder sowas, nicht? Also das wäre auch jetzt zu der Saisonphase, passt es dann relativ gut, wenn man jetzt sagt, das verliert halt jetzt Freiburg, aber sympathisch sind sie einem sowieso, mögen tut sie jeder und Streich und gönnt ihnen auch was oder so, das ist natürlich immer das Gefühl. Ne? Leverkusen gegen Gladbach haben wir halt ein relativ normales Spiel, auch von den Preisen her und das und hier, also der Markt ist halt auch nicht übertrieben anders jetzt, also da, ich kann nochmal hier rauf gucken, nee, auf die Seiten ergibt sich halt nichts, da könnte man sagen, das neue System sieht halt einen etwas größeren Vorteil auf Leverkusen, sodass man eben möglicherweise dann drüber nachdenken könnte. Ja, naja, also knapp, dass man halt über Leverkusen nachdenken könnte, aufgrund dessen. Ne? Gladbach ist jetzt eben Spitzenreiter, Leverkusen hat natürlich nicht die Ergebnisse eingefahren, hat aber trotzdem eigentlich immer gut gespielt, also das sehen wir an der blauen Linie, die eben immer in diesem Bereich, und man muss ja auch sehen, dass dieser Bereich halt 1,83 Punkte pro Spiel, also das ist schon absolut Zeichen eines Spitzenteams, nicht? Während bei Gladbach das halt bei 1,4, also da ist schon ein erheblicher Leistungsunterschied im Prinzip auszumachen, was natürlich jetzt niemand so ohne weiteres bestätigen würde. Ne? Aber ich kann halt sagen, dass Gladbach einfach, also sie sehen ja auch gut aus, man sieht sie ja und dann sagt man, ja, sieht doch gut aus, sieht doch, aber das ist halt so ein bisschen manchmal, naja, also die anderen sind halt auch gut, ne? Also Werder oder was ich jetzt gesagt habe, Eintracht Frankfurt oder sowas, sieht Schalke, wie gut haben die denn gespielt? Und dann, naja, sind die denn besser als die? Naja, so unbedingt eigentlich auch nicht. Also es ist halt einfach starke Liga, oder wie soll ich sagen, der Fußball ist allgemein gut. Also ist man halt, ja, im Prinzip müsste man halt das akzeptieren, ne? Aber wie gesagt, der Markt ist ja nun immer ein bisschen Leverkusen-lastig gewesen, sodass das also
jetzt, sagen wir, der Markt halt auch ein bisschen so sieht. Ne? Aufgrund dieses neuen Systems, was halt jetzt 0,14 Tore besser wäre als das alte, könnte man eben dann definitiv sich auch auf Leverkusens Seite schlagen. Wir haben hier natürlich noch ein bisschen Derby-Tendenz, wir haben ungern die Heimmannschaften, also alles spielt so ein bisschen zusammen, dass ich also hier nicht einverstanden bin. Aber ja, wäre halt schon eventuell eine Neigung, ne? Dass man sagt, muss doch auch mal bei denen klappen oder so. Ne? Und Gladbach ist dann eben doch nicht gut genug, um da Erster zu werden oder so. Ne? Also das wäre jetzt so einer von diesen Tipps. Hier haben wir jetzt also so Verhalten vorsichtig angeraten oder so, wo es halt eine Tendenz gibt. Also, wenn wir Dortmund-Wolfsburg sehen, da sehe ich halt sofort hier diesen riesigen Unterschied zwischen alt und neu. Und natürlich hat Dortmund überhaupt nicht die Ergebnisse. Sie haben aber auch im Grunde nicht die Leistung. Und also diese hier sind ja unter 2. Die sind aber mit 1,188 oder 1,83 jetzt oder so, sind sie halt immer noch jetzt auf dem Leverkusen-Niveau, also auf einem sehr guten Niveau. Aber Leverkusen, ja, wer würde die jetzt vor Dortmund oder so stellen? Aber natürlich ist diese gewisse Krise da oder so, ne? Und ja, also dieser Unterschied zwischen alt und neu, also den wollte ich jetzt versuchen zu erklären, das ist halt diese 2,5. Ich habe eben an der Grundeinschätzung von Dortmund im neuen System, da mache ich es halt nichts, da stelle ich die ein und dann lasse ich die Saison durchlaufen. Und wenn ich da eine Mannschaft überschätzt habe, kann das halt auch vorwärts getragen werden und sich eben so erhalten. Die Anpassung muss halt geschehen. Natürlich hätte ich das Recht, meinetwegen jetzt auch händisch einzugreifen, aber ich sage mir dann immer, also einen bestimmten Grund hatte es schon und man hat ja auch die Ansätze gesehen bei Dortmund und das kann also auch nach meiner Auffassung jederzeit wieder so explodieren. Es war halt irgendwie jetzt immer so ein bisschen Verhalten, wo sie halt dann doch recht hatten und so richtig nach vorne kamen sie nicht und gegen Schalke und irgendwie so ein bisschen gehemmt und alles passte halt nicht so hundertprozentig, aber eigentlich hätte es auch jederzeit halt so wieder explodieren könnte, was man manchmal diese flüssige Kombination, was man da manchmal gesehen hat, gegen wen waren das, aber das war ja in fast jedem Spiel, wo das manchmal so, wo man dachte, das ist ja unwiderstehlich, also da kann man überhaupt nichts verteidigen mehr, wenn immer zack, zack, wieder Ball und das und Reus und, oder nicht, wie schnell die sich dann teilweise, jetzt hat ja Julian Brandt zweimal getroffen, unter der Woche haben sie Gladbach ja auch im Pokal geschlagen, wo dann also so ein Spieler natürlich auch, den man dann immer vielleicht noch ein Level höher sehen kann oder so. Ne? Und davon gibt es natürlich genug. Ich meine, Götze oder haben wir ja alle immer wieder in Erinnerung und was weiß ich. Also jedenfalls, dass da eben so ein Alcácer oder wen auch immer, ne? Da kann man ja viele Namen nennen. Ne? Die also, und die Jungen jetzt sowieso, die, ja, also wie auch immer. Und dann sage ich, na, so falsch ist es ja vielleicht auch gar nicht. Und dann sage ich aber auf der anderen Seite auch, na, wenn nun alt und neu nie zusammenpasst hier, dann bin ich auch zufrieden. Dann rät er mir immer ab. Also nimm nicht die und nimm nicht die. Also weder auf noch gegen. Dann bin ich auch einverstanden. Dann sage ich, also da ist ein bisschen Vorsicht geboten. Da bin ich halt einfach nicht so verlässlich in der Einschätzung. Und das ist ja auch für mich absolut okay, wenn es so ist. Ne? Wo ich jetzt sage, naja, eben genau so, wie ich es jetzt alles erklärt habe, Dortmund. Aber man darf aber auch sagen, dass Wolfsburg eben auch deutlich zu viel hatte. Die sind jetzt, spielen jetzt auf 1,43. Können wir das jetzt überhaupt mit Gladbach vergleichen? Ne? Da habe ich also in etwa 1,39. Also dass wir jetzt sagen können, also die beiden sind eben dann doch nicht, also Gladbach und Wolfsburg, die jetzt ganz nach vorne gehören oder so. Ne? Also die Tabelle kann man natürlich auch jederzeit hier mit einbeziehen oder so, dass man sich das dann immer mal vor Augen hält oder so, wo sie eigentlich stehen. Nicht? Wir haben ja Wolfsburg immer noch ungeschlagen. Die 5 Unentschieden sind natürlich dann trotzdem ja, halt bei der unsinnigen 3-Punkte-Regel eben ein Hemmschuh. Aber 17 Punkte sind natürlich trotzdem klasse. Bloß 12,87 gehören halt hier nicht hin. So wie Wolfsburg nicht, aber so wie halt Gladbach auch nicht. Während Bayern, Dortmund, Leipzig oder auch Leverkusen halt doch dahin gehören würden. Und sogar Frankfurt, die eben noch weit besser gespielt haben jetzt, beziehungsweise 14,8, also sie sind ja im Rahmen, aber dann wäre halt die Tabelle viel mehr zusammengedrückt, wenn eben alle ihre Punkte erzielt hätten. Und das geschieht ja zwangsläufig nicht, sie wird gestretched. So, aber dass man sagen kann, Gladbach und Wolfsburg gehören halt doch nicht in die Top-Bereiche.
Und das hat sich einfach auch in jedem Spiel wieder gezeigt, auch wenn man jetzt Wolfsburg natürlich niemals schlecht reden würde. Aber naja, so richtig, also jetzt halt so eine absolute Spitzenmannschaft sind sie halt trotzdem nicht. Und insofern, also würde ich sagen, das neue System würde hier vielleicht immer noch sofort auf Dortmund gehen. Naja, das alte wäre aber nach diesen Zahlen sogar pro Wolfsburg geneigt. Von daher hätten wir einfach eine Widersprüchlichkeit. Und die würde ich dann auf keinen Fall jetzt mit einer Wette angehen. Und das bezieht sich auch auf die Total Goals, denn das ist ja ein erheblicher Unterschied. Diese 2,5 Tore sind ja so weit über dem, dass es dann natürlich hier ein Over und da ein Under wäre. Also das können wir alles vergessen. So, naja, hoffe ich natürlich, dass ich jetzt auch das gut erläutern könnte, auch was es da so für zusätzliche Phänomene manchmal gibt. Frankfurt-Bayern ist natürlich jetzt ein spannendes Spiel, zumal Frankfurt eben immer wieder bestätigt, also wie gut sie sind. Cup kann man jetzt 2-1 in St. Pauli, aber es ist ja nicht weniger wert als das Bayern 2-1 gegen Bochum, was sie ganz spät gedreht haben. Wobei das Spiel ja nicht schlecht war, was sie gespielt haben, aber sie haben eben dann doch Schwierigkeiten, sagen wir mal, diesen Ballbesitz in richtige Tore oder Torchancen oder so. Es passiert halt nicht. Natürlich kann man das jederzeit und dann kann man sagen, naja, steht hier 0-4 und dann wundert sich auch keiner. Oder sagt, naja, es ist halt normal, dass die Bayern dann auch mal in diesen Rausch kommen. Ist halt ein bisschen wie bei Dortmund, kann man ja sagen, würde man sich jetzt auch nicht wundern, wenn die mal da ein 4-0 oder so machen. Ne? Und das ist dann halt wieder ein bisschen Freitag. Bis im Moment muss man es halt dann eben so sagen. Und der Computer geht ja dann sowieso davon aus, dass er, also er zieht seine Schlüsse aus den Statistiken oder aus den Zahlen. Und da kann ich jetzt nicht sagen, nee, nee, ja, musst du wissen, nächstes Mal sind sie aber noch mehr motiviert. Naja, da weiß ich nicht, wo ich das hernehmen soll. Ne? Also im Großen und Ganzen läuft das und funktioniert es halt auch einfach so. Und diese platzende Knoten, naja, wenn es halt passiert, dann habe ich auch nur neuerliche Statistiken, die dann eben das möglicherweise wieder ein bisschen in die andere Richtung verschieben. Aber überreagieren würde ich da auch nicht. So, also, hier wäre schon das alte System total einverstanden mit der Frankfurt-Wette, aber das neue halt noch wesentlich, also so unfassbar viel mehr. Und da kann ich ja nur sagen, ja, Frankfurt hat einfach so überdimensional gut gespielt, also das in jedem Spiel wieder, was mich also im Prinzip total überzeugt hat. Und hier 1,64 ist ja ein Level, also ich weiß nicht, ob man das hier lesen kann, aber die Punktzahl, die sie hätten haben sollen, jetzt kriegt man ja allmählich so ein Gefühl dafür, die 1,33 sind ungefähr Schnitt, also 1,64 ist schon sehr deutlich über Schnitt, das hätte man vor der Saison also nicht gedacht, weil man ja auch die 1,63 könnte man ja durch die Gegenpunktzahl von 1,0 dann, damit es irgendwo, oder 0,97 dividieren, dann hätte man schon einen Quotienten von 1,7 oder so. Und das ist also ab 2,0 ist es also absolut Spitzenteam, aber eben so auch Meisterschaftskandidat. Ne? Und natürlich kann man das jetzt von Ihnen nicht sagen, das wäre ja Quatsch. Aber eben wie gesagt, die Bayern mit 2,09, hier habe ich halt nicht die Erwartung dagegen gehalten, aber die Erwartung wäre eher bei Ihnen so Richtung 2,3 oder so gewesen. Also Sie haben halt einfach schlechter gespielt als erwartet. Natürlich habe ich die Zahlen alle da und auch die Grafiken, aber das wird jetzt einfach ein bisschen zu viel. Nur dadurch ergibt sich halt ein Vorteil hier nur auch von 0,64 Toren, was also anhand dessen hier absolut durchgeht, weil das ist ja eine Auswärtsmannschaft, die halt schon trotzdem ein erheblicher Favorit ist. Nur im Markt passt es überhaupt nicht zusammen, denn der kommt hier auf 1,25 Tore. Also da kann man immer wieder nur sagen, mit den großen Namen, und gerade wenn sie so ein bisschen kriseln vielleicht, wie man es denn doch eben nennen muss, weil es eben auch leistungsmäßig, denn ich hätte die Bayern ja immer in Schutz genommen, wo sie halt gut gespielt haben gegen Hertha, das 2-2, das war ein Ausrutscher. Also da haben sie einfach gut gespielt. Nur nachher sieht man dann eben, dass die Leistungsdaten auch einfach runtergehen. Deswegen halt auch die gegenüber der Erwartung halt schlechteren Leistungen. Und das ist natürlich dann schon eher die Anzeichen von Krisen, ne? Und Krise meine ich jetzt aber auch nicht in dem Sinne, wie es die Medien und dass da jetzt Kovac oder irgendwas dran schuld ist oder dass man eine Stunde beim Sky Talk jetzt darüber reden muss, über diese Bayern-Krise. Ich weiß ja auch nicht, was der Sinn der Sache ist, dass die Leute das hören wollen. Also so spannend ist es vor allem nach einer Stunde nicht mehr. Aber dann halt auch, ob man jetzt denkt, dass man damit, wenn man jetzt alle Probleme angesprochen hat, dann kann man sie endlich angehen und bereinigen. Oder ist das Ziel jetzt, oder dass er hoffentlich aus der Champions League ausscheiden, oder wenn man jetzt noch länger von Krise redet.
Oder was hat man denn davon, wenn sie es jetzt akzeptieren? Ja, wir sind in einer Krise und was? Und Thomas Müller weiß gar nicht, wo ich aufstellen soll. Und Kovac war noch nie der ganz Große und wir müssen einen neuen Trainer. Oder keine Ahnung was. Und dann fliegen sie raus aus der Champions. Siehst du, was habe ich dir gesagt? Bayern sind richtiger Schrott. Ob man dann also irgendwas Positives damit erreichen würde. Und also die Einflussnahme, also die Einfluss, der Einfluss von diesen unsinnigen Fragen oder auch unsinnigen Berichten, der ist halt spürbar und die Macht der Medien, also sprich, wie sie der Trainer teilweise dann so in die Ecke drängen und dann mehr oder weniger nachher zu dummen Aussagen zwingen, die müssen sagen, wir wollen Meister werden und dann stehen sie nur auf Platz 3. Dann heißt ja, wir haben sie aber dann nicht zu voll genommen. Und dann sehen sie, sie müssen, wann räumen sie freiwillig ihren Stuhl? Also ich weiß nicht, was das alles soll, was man damit jetzt auch Positives erreicht. Also gar nichts halt. Aber es ist eben die Macht der Medien. Gut, wie dem auch sei, also die Bayern-Krise ist halt irgendwie da. Und ob sie dann mediengemacht ist oder selbstgemacht oder ob es jetzt halt einfach tatsächlich dann kleinere interne und ebenso, darüber wage ich natürlich gar nicht zu spekulieren. Und wage und erwarte dann eher, dass sie nächste Mal vielleicht explodieren oder halt auch nicht. Aber diesmal müssen wir definitiv Frankfurt nehmen. Also würde ich mir wünschen, dass sie jetzt nicht explodieren. So, und das ist also sehr deutlich mit dem Over-Under, da haben wir nichts. Da war jetzt, bin ich eins übergangen, beziehungsweise zwei sogar übergangen. Und das ist natürlich jetzt hier ärgerlich, wenn ich das immer vorn drücke. Aber bei Werder ist halt das Over ziemlich deutlich angezeigt. Ich weiß nicht, warum der Markt dann nur mit 3 Toren kommt. Also der hat hier schon mal deutlich mehr. Und ja, das ist halt, der Kurs ist halt auch gut auf das Over. Ich zeige das ja nachher gleich alles in den Posts. Aber das neue System sieht halt nochmal deutlich mehr. Also bestätigt hier das Over. Und natürlich würde ich hier immer sagen, also bei Werder haben wir sowieso jahrzehntelang immer auch diese so ein bisschen Over-Tendenz, aber das war ja meinetwegen jahrelang. Jetzt war es mal 1-2 Jahre, ein bisschen weniger vielleicht, aber also letzte Saison war es dann schon wieder. So genau weiß ich jetzt nicht, aber ich weiß nur, dass man da immer das Gefühl hat und auch Weserstadion seit Otto Rehagel oder so, wo ich da auch meine Beobachtung schon gemacht habe. Und Freiburg hat ja nun überhaupt keine Sorgen, also warum sollen sie nicht einfach mitspielen? Und Mittwoch war natürlich auch hier 5 und hier 4, also haben wir ein Over. Dass wir hier ein Under haben, hört sich jetzt meinetwegen kurios an, aber das habe ich auch nochmal genau durchgerechnet, alles. Also das neue System sieht ja noch weniger Tore. Man hat vielleicht immer noch das Gefühl, dass Leverkusen, aber es ist gar nicht so ein Over oder so, aber es ist gar nicht so eingetreten, so extrem. Also hier haben wir sogar ein Under, weil halt da die Line 3,25 ist, die im Grunde einfach nicht gerechtfertigt ist. Also das ist immer ein bisschen Fantasie dabei. Bei Frankfurt-Bayern hier war alles nichts, also mit dem Over-Under. Ne? Wo habe ich jetzt gesagt? Nee, bei Leverkusen, nee, die beiden waren halt Over und Under. Ich fasse es ja nachher nochmal zusammen. Bei Leipzig gegen Mainz, hier sehen wir ja, und 1,40 faire Quote und der Markt hat auch so einen kleinen Kurs, obwohl Leipzig jetzt wirklich nicht so, aber jetzt haben sie eben im Cup auch 6-1 gegen Wolfsburg, wo man dann sagt, na siehst du, da hast du doch mal gesehen, wer wie gut ist oder so. Aber natürlich ist dann auch wieder ein Einzelspiel, aber trotzdem würde man dann sagen, genau wie ich es jetzt eben gerade über Bayern und Dortmund gesagt hatte, die Explosion kann eben jederzeit und die waren alle so ein bisschen in der Krise, Ergebniskrise oder was auch immer. Teilweise halt auch Leistungskrise im Rahmen, also ein bisschen schlechter als erwartet. Aber jetzt das eben, diese Explosion, das hat man dann eben bei dem Leipziger 6-1 jetzt gesehen. Und natürlich war dann jeder Schusstreffer da, Timo Werner und sonst was. Aber halt auch, dass es eben jederzeit passieren kann oder so. Ne? Sozusagen die Leistungsexplosion, aber halt auch einfach, dass er dann die Tore machen und der Gegner dann auch nicht mehr weiß, was er eigentlich jetzt verteidigen soll hier. So, hier haben wir auch einen recht erheblichen Unterschied zwischen alt und neu. Und ja, da könnte man jetzt nach neu, könnte man halt hier dann eigentlich sogar fett auf Leipzig gehen. Naja, also ich würde es nicht machen oder wie soll ich sagen, ich bin dann halt ein bisschen an dem, aber auch, sagen wir, ein bisschen, naja, soll ich jetzt diese Krisengerede da auch mit aufnehmen oder so. Es war halt, naja, also gut, es ist, ich vertraue dann halt immer noch diesem hier, wo es nicht ganz, aber hier nach dem neuen System wäre es sozusagen tatsächlich eine Leipzig-Wette, ja. Könnte man eigentlich auch drüber nachdenken. Also wie gesagt, da das nach Zahlen auch relativ dicht dran ist, ja. Naja gut, ich habe es jetzt hier nicht aufgeschrieben und mache es jetzt auch nicht. Die haben aber nur bei 1,78 gespielt, was also vielleicht auch nicht ganz der Erwartung entspricht.
Und also Mainz 1,22 ist halt Unterschnitt, na klar, aber es ist halt auch nicht richtig schlecht gewesen. Entwicklung, kann man sagen, alles relativ normal. Aber okay, dann sind wir halt hiermit fertig. Ich sage da nichts weiter, außer dass man eben über Leipzig nachdenken könnte. Wobei mir der Kurs dann schon oder die Line da von 1,5 Toren halt dann doch recht erheblich vorkommt. Union gegen Hertha, nun haben wir hier das Derby, natürlich, was weiß ich, ausgeglichen das, ob der nun leicht vorne oder der, das ist für mich jetzt auch wirklich schwer zu beurteilen, zumal diese Derbys, also hier sieht man ja auch, dass Alt und Neu da wieder voneinander abweichen, aber das neue System weiß sowieso gar nichts von Derbys, also, und bei dem wüsste ich jetzt wirklich nicht, also, dann ist es halt ausgeglichen, was sollte ich sonst mir ausdenken dazu, ja, aber was mir so aufgefallen ist halt, dass die wirklich irgendwie freundlich und jeder in Berlin mag irgendwie beide. Also ich weiß nicht, ich habe niemanden, also irgendwie jetzt von wegen Union gehört da nicht hin oder so. Das ist vielleicht auch geografisch, weil TB und Hertha waren ja beide früher mal Tennis Borussia, ne? Sozusagen in Charlottenburg da oder so, wo man dann oder dann auch lange in der Regionalliga gegeneinander gespielt oder so, dass man dann eine Konkurrenz und das mit Union einfach jetzt freundschaftlich zugeht oder so. Aber da gibt es ja manchmal verschiedene Gründe und die sind mir auch alle selbst wenn ich sie nicht nachvollziehen könnte, wären sie mir ja nur recht, weil ich diese Feindschaften halt absolut schrecklich finde und dass sie dann auch so gepflegt werden wie Dortmund, Schalke und Fahnenklau und ich weiß nicht, was sie dann da machen oder so. Und das ist ja dann auch teilweise von den Medien aus meiner Sicht mit gefördert halt. Ne? Oder dass sie dann sich verabreden zu kriegen oder keine Ahnung, was sie da also alles machen. Also, das ist mir überhaupt nicht sympathisch. Also, das ist auch meiner Meinung nach eben, wenn ich immer rede von den Medien, da haben sie halt auch ihren unerfreulichen Einfluss. Dass sie das halt dann groß aufbauen oder wie auch immer. Und diese Fan und dann immer Interviews gemacht, da muss man eben den Dortmund-Fan und der sitzt im Büro mit dem Schalke-Fan und wer kann am Montag den anderen auslachen oder wie auch immer. Also, das ist, das wird ja dann so aufgebaut dazu, dass man das aufrechterhält. Gut, hier ist es keine... Heißt aber nur, dass wir dem Over vertrauen können. Der Markt hat hier die kleinste Line und das und meinetwegen hört sich so an, kann ich nichts dafür. Aber der hat eben hier wirklich sogar das alte System, was also nur nach den Toren geht und das neue System war noch viel mehr. Die sagen einfach Over, Over, Over. Und wie soll ich jetzt das, klar, jetzt müsste ich sagen, ja, weil sie und geografisch oder Hertha-Fans da oder ich weiß nicht, aber... Ich würde das nicht erwarten jetzt, dass es halt diese Tight Battle da nur mit Zweikämpfen oder Zeitspiel und Pfiffen von Tribüne oder so und dass man da überhaupt nicht mehr Fußball spielt, sondern sich da bekriegt. Also sehe ich es halt nicht und was dann so ein bisschen das Under fördern würde. Aber wenn da irgendwann mal ein Tor fällt, dann ist es ja sowieso, naja, okay. Davon hängt es natürlich oft ab, so eine Initialzündung. So, bei Düsseldorf, Köln, naja, Computer, ja, richtig, doch, der möchte Düsseldorf haben, weil eben der Markt die Zweiter zum Favoriten erklärt. Klar, hier ist auch ein bisschen, also Arc-Derby-Charakter, kann man schon sagen, aber so ein ganz brisantes oder ne, so wie mit Gladbach oder sowas oder Leverkusen ist auch eher noch mit Köln halt oder so. Aber bei Düsseldorf ist es meiner Meinung nach halt jetzt nicht irgendwie auffällig. Also, da ich jetzt sage, Heimvorteil existiert meinetwegen nicht, okay, dann ist es halt ausgeglichen, Leistungen laufen aber hier auch nicht weit auseinander, da wäre ja sogar Düsseldorf vorne, die mich einfach immer ein bisschen beeindruckt haben und dann sage ich halt, ist ausgeglichen, wenn ich bei Draw No Bet über 2 bekomme, dann muss ich halt darauf. Dass hier das Under angezeigt ist, es liegt aber nur daran, dass die hier so eine gigantische Line haben. Warum eigentlich? Gut, die Dreierline ist relativ normal, aber das reicht halt trotzdem, weil das Under eben, na okay, das ist hier nur Pari nach Under, nach dem alten System. Es ist nur faire Quote. Aber trotzdem kann man es ja dann spielen, da muss man es ja nicht, muss man keine Angst haben. Und das neue System würde halt zu dem Under raten. So, also haben wir Düsseldorf und Under sogar. Ne? Und bei Augsburg gegen Schalke ist ja jetzt das letzte Spiel, glücklicherweise. Natürlich, Schalke muss ja vorne sein. Aber der Markt hat das halt genauso, das alles sind sich ja einig, ist es ja auch übereinstimmend. Neues System hat ein bisschen mehr Vorteil für Schalke. Na gut, aber es reicht niemals ran, dass es halt eine Wette würde. Und ja, der Markt ist dann halt auch jetzt zu sehr beeindruckt von Schalke. Und obwohl jetzt die Ergebnisse ja gar nicht mehr da waren, oder
oder wie war es jetzt? Ach, jetzt weiß ich nicht genau und gucke jetzt auch nicht nach. Wenn denn was nicht angezeigt ist, muss ich es halt auch nicht weiter verfolgen oder so, ne? Und sag halt einverstanden, Hut ab, Dankeschön, Markt hat recht, ich kann das nicht schlagen, hier kommt nichts bei raus. Und sagen wir mal, hier ein bisschen unterschiedliche Summen in den Toren heißt auch nur, dass man es auf keine der beiden wirklich verlassen kann. Also würde sogar das Neue würde knapp, ganz knapp over und das Alte würde ganz knapp under. Also dann machen wir natürlich gar nichts. Dann sage ich halt, okay, meine Systeme funktionieren schon, beides hat seinen Sinn, es ist weder ein Over noch ein Under. So, und jetzt wäre ich eigentlich durch. Jetzt wollte man natürlich die Wetten selbst angucken, nochmal zusammengefasst. Das habe ich jetzt eben zurückgehalten, bei der zweiten Liga habe ich es ja zuerst gezeigt, dass man dann sagen kann, jetzt kannst du auch abschalten wieder das Video, ich brauche ja nur die Tipps, die halt übrig bleiben. Paulsen macht das schon, oder er macht schon gute Wetten, oder wie auch immer. Also es bleibt halt übrig, Paderborn plus 1,25 in Hoffenheim, da können wir halt eigentlich also nie auf mehr als ein Tor Nachteil für sie kommen, egal wie wir da rechnen. Werder kam mir jetzt ein bisschen sehr wackelig vor, zumal der Kurs jetzt auch gar nicht schmackhaft klingt, aber da würde ich so ein bisschen jetzt auch A, diesen optischen Eindruck, den ich so hatte, dann B, dass eben die diese Höhenflieger dann doch irgendwann halt runtergehen, so wenig man es ihnen gönnt, aber Werder ist natürlich auch sympathischer Verein, also für mich auf jeden Fall halt. Aber der Kurs kommt mir jetzt doch irgendwie, nach dem, was ich jetzt gesehen habe, halt eigentlich zu schlapp vor. Also ja, das wäre, aber wie gesagt, ich lasse es jetzt hier stehen, definitiv. Und man kann ja dann auch seine Schlüsse ziehen aus dem, was ich darüber sage, wann es einem also absolut überzeugend und also wo man jetzt vielleicht mehr oder was man denn vielleicht auch ganz weglässt oder was man mit reinnimmt, wo ich jetzt sagte, Leipzig, Schalke, könnte man beide vielleicht drüber nachdenken oder so. So, aber auf jeden Fall hatten wir das halt, waren eben dabei. Frankfurt kann eben nicht mehr als 0,75 Tore, vielleicht ein Tor, aber das nicht. Aber dann die Leistungsexplosion bei Bayern, keine Ahnung. Aber jedenfalls ist es halt eindeutig indiziert. Und auch Düsseldorf, da sage ich, meinetwegen ist es ausgeglichen, aber dann muss ich halt bei über 2 eben rauf. Und die Leistungen waren halt einfach absolut okay bei Düsseldorf. Und von daher, auf diese Sachen verlasse ich mich natürlich, wenn jetzt jemand sagt, nee, die haben immer über Wert gespielt, jetzt spielen sie bald so, wie sie, wo sie hingehören oder so. Naja, das würde ich, also auf sowas würde ich nie vertrauen, sondern dann halt sagen, nee, da nehme ich aber, wie sie gespielt haben und nicht, wie sie vielleicht mal eingeschätzt waren oder in Zukunft irgendwann mal spielen werden, was ich ja durchaus für möglich halte, weil das nehme ich natürlich dann auch hin. Aber das würde ich nicht antizipieren wollen. So, bei Hoffenheim, das hatte ich vielleicht überhaupt nicht gesagt, oder wie war das? Ach, das ist heute Abend, deswegen habe ich das überhaupt nicht erläutert. Ja, die Line ist halt massiv und jetzt könnte man ja sagen, Paderborn hat halt Mittwoch auch nur 0-1 in Leverkusen, also war halt auch nur das eine Tor, wo man also sagen könnte, na siehst du, bei Leverkusen hättest du hier schon Plus gemacht mit ihnen, warum nicht bei Hoffenheim? Also das jetzt ist 0-1, es war auch von der Leistung her absolut okay, was ich gesehen habe und auch an den Stimmen. Der Sprecher war natürlich, was weiß ich, was die da mal beobachten oder haben wir das gleiche Spiel geschaut, das wäre das Einzige. Aber reden halt einfach nur Unsinn. Aber gut, wie auch immer, jedenfalls würde das ja auch ein bisschen diese Theorie, die ich jetzt sagte, über wen das, die haben halt mit dem 2-0 gegen Osnabrück das angefangen, denn in Stuttgart 2-1, da hat man ja auch das Under gewonnen, weil die Line war ja auf jeden Fall nicht unter 3, also die war 3,25, glaube ich. Aber das würde also praktisch damit zusammenpassen, weil das wäre ja hier auch bei 1-2 wäre es ja auch, aber das ist ja Fantasie, bloß es war halt ersichtlich und das hatte ich auch so ein bisschen vorher gesagt, wie ich sagte, ich hoffe zwar ein bisschen bei Wien, dass sie ihren Fußball so weiterspielen, aber dass er sich dann trotzdem auch rentiert, also sprich, dass man dann eben auch mit offensive Spiele gewinnen kann, aber das haben sie halt nicht gemacht und so könnte man es eben auch auf Paderborn, das Düsseldorf-Spiel war halt genau der Anfang, 2-0, wir wollen nichts zulassen, obwohl es nicht so super geklappt hat, aber erstmal okay, Ergebnis passte. Mittwoch 0-1 in Leverkusen würde das genau unterstreichen, jetzt in Hoffenheim und Hoffenheim wird halt ein bisschen als Over gesehen, bei Hertha hatte ich ja glaube ich auch das Under, war das Under und da ist es 3-2 ausgegangen, was dann wieder das bestätigt, nur würde ich dann sagen, na, das war halt einmal das Ergebnis. Die beiden Tore vor der Halbzeit waren ja auch nicht on the cards, wie ich sagte, gegen Hertha. Also haben sie plötzlich 2 Tore gemacht, 33. und 38. und keiner wusste so recht, warum sie überhaupt vorne sind. Und das hat natürlich dann
den weiteren Spielverlauf beeinflusst. Ne? Aber die zwei Tore zählen natürlich dann auch schon, auch wenn sie den Spielverlauf nicht beeinflussen würden. So, bei Werder habe ich das Over gut erklärt, bei Leverkusen ist Under, das ist halt technisch, könnte man sagen, weil man da vielleicht dann doch irgendwo Tore raushört oder so. Und, aber wie gesagt, nach den Zahlen kommt es hundertprozentig hin. Hier haben wir halt ein Over. Es ist eben so typisch, dass man eben jetzt bei einer hohen Line, wo der Markt dann eben sagt, na guck mal, das ist ein Overspiel. Ja, dann müssen wir aber Under. Bei einer niedrigen Line, wo jeder sagt, das ist ein Under, ja, dann müssen wir aber Over, weil die Line ist dann halt wieder zu weit runtergesetzt oder so. Ne? 0,75 ist halt dann schon erheblich als Differenz. Ne? Und bei Düsseldorf-Köln haben wir halt ein Under, was eben nach altem System sozusagen nur genau pari ist. Ne? So, und dann wären wir auch schon durch. Und ich danke für die Aufmerksamkeit und ich meine, was machen wir noch? Nee, brauchen wir alles nicht. Also, schönen Dank, viel Erfolg, viel Spaß. Bis Montag dann in diesem